Augen auf, Hirn zu. Hier sind wieder Brain Display. Ich bin hier mit Fenner Verlaine. Und ich mit Saffron. Und willkommen zur heutigen Lektion über die Verarbeitung von Walöl. Auszug niedergeschrieben von Ebenezer Greaves, dem Gründer von Greaves Walhaus. Auf hoher See erhalten sich die Bestien mit Haken und Tauen fest, die vom Hauptschiff und von zahlreichen kleineren Schiffen geworfen werden. Bojen sorgen dafür, dass der Wal nicht untertaucht. Einmal gefangen, wird ein großer Haken durch die Schwanzflosse getrieben, mit dem die Kreatur an Bord gezogen wird. Wale klagen und brüllen, wenn die Männer sie an Deck ziehen und dann in ein auf Deck aufgestelltes Gerüst hieven. Das Schiff nimmt unterdessen wieder Kurs auf Dunwell, wo die Besatzung an die Arbeit geht. Sie schneiden die fettigsten Teile der großartigen Kreatur ab, während sie noch am Leben ist. Ein kleines bisschen brutal. Wo kommst du her? Ich sag doch, er ist ein Creeper. Halleluja. Walöl-Füllstation. Sokolov besitzt nicht länger einen Vorteil, wenn es um Walöl geht. Der gute Admiral hat die Installation meines eigenen Systems bezahlt, mit dem ich hier arbeiten kann. Der Öltankspender wird nach seiner Aktivierung einen leeren Tank für die Füllung bereitstellen. Wenn der leere Tank in die Nähe der Öltankstation gebracht wird, sollte ein magnetisch verrichtender Tank greifen und ihn in die richtige Position festmachen. Mit dem Hebel startet man den Auffüll. Genau, Magneten funktionieren genauso. Und nicht anders. Bla bla bla. Anscheinend hat mal jemand was richtig gemacht. Hey, leeren Tank auswerfen. Oh, Münzen. Geld. Mein Bruch mit der Akademie war. Wie heißt jetzt eigentlich unser Q nochmal? Ich musste ganz von vorne anfangen. Das Piero. Ist tatsächlich Piero. Der klingt nämlich in seinen Schriften immer so ein kleines bisschen eifersüchtig auf Sokolov. Ja. Okay, alles gesehen. Wirklich? Zumindest hier in dieser Werkstatt, aber es gibt hier noch einiges zu erkunden. Ja, genau. Aber ich glaube, das Blood from the eyes. Blut vom Auge? Blut aus dem Auge? Klingt schmerzhaft. Augen? Ja. Und das hier sieht so alles so ein kleines bisschen wie gegen den Sturm der Normandie. Auf die Normandie gefeit. You cannot kill the rat. Bla bla bla. Du kannst die Rattenplage nicht töten. Hey, Kupferdraht. Yay. Komm schon. Links, 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 links. Ja. Das hätte ich jetzt tatsächlich fast eher erst gemacht, wenn wir mal schlafen waren. Ich weiß bloß nicht, ob es nach dem Schlafen weitergeht. Ich weiß, dass wir hier relativ sicher sind, wenn wir nicht von den Hexenfischen gefressen werden. Flaschen, 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 Strand. Was liegt denn da rum? Thyvianisches Erz. 20. Das hat Piero auch in seinem Schreiben erwähnt. Das stand auf der Liste. Oh, wir können echt gut hüpfen. Und ja. Klettern. Links. Ja, ich wollte bloß gucken, ob ich da geht's weiter wieder in die Bar. Hallo. Da runter, rechts. Gut, gucken wir uns ein bisschen. Noch mehr von dem Erz. Das haben die alles zusammen. Das liegt einfach so auf dem Tisch. Ja, das hat dieser Widerstand so mühsam zusammengetragen, um dem Piero Obey the City Watch. Genau. Oh, mit den Überwachungsanlagen rumzuspielen, wird mit dem Tode bestraft. Kingsbarrow-Federn. Hey. Schön, das haben sie alles in dem Schreiben erwähnt. Eigentlich ist das clever. Oder nett. Lustige Zeichen überall an den Wänden. Schlüssel zur verlassenen Wohnung erforderlich. Naja, gut. Finde ich schön, dass es hier so viele. Also, dass man durch die Schlüssellöcher gucken kann. Hm. Eigentlich wäre so ein Dietrich ganz praktisch. Aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos ist es Schiffen untersagt, im Destilleriebezirk anzulegen. Vielleicht diese Anordnung missachtet, wird zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk gebracht. Weiter links. Da kommst du her. Ja. Nur nicht schätze. Wieder in den Pub.
Achso. Da liegt Geld am Boden. Ja. Jetzt klauen wir der armen Kellnerin auch nur ihr Trinkgeld. Okay, gut gemacht. Es gibt keine Kellnerin. Sie waren bei Piero. Gut. Jetzt ruhen Sie sich aus. Sie werden bald gebraucht. Leere Flaschen? Ein zerstoßener Kristall. Oh. Hemlock Essenz, schön. Ich würde mal das Essen da lassen. Ich weiß nicht mehr, wie es ist. Ja, ja. Er zeigt Ihnen Ihr Zimmer. Schlafen Sie. Da liegt noch eine Münze rechts. Links, 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 da. Tatsache. Aber einer großen Tür. So was Gutes haben wir schon lange nicht mehr gegessen. Auch wenn wir uns bisher beharrlich dagegen geweigert haben, Rattenspieße zu uns zu nehmen. Zu beherbergen und zu pflegen, die Blutspuren im Gesicht und Brustbereich aufweisen. Da war noch eine. Die einzige Rettungsmöglichkeit besteht darin, sie der Stadtwache zu übergeben, die sie zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk bringen wird. Trinken? Ich glaube, das füllt uns auch auf ein bisschen. Tatsache. Oder? Nee. Keine Ahnung. Ja, ja, die Stadtwache. Wir wissen schon, was die mit den Toten macht. Die Stadtwache. Vielleicht sind wir doch wieder in Ankh-Morpork. Okay, jetzt ist hier... Wo ist Karotte? Heilkräuter. Da waren wir auch noch nicht, links. Stimmt. Es gibt immer noch was zu erkunden hier. Das ist der Wahnsinn. Na, fehlt uns, glaube ich, was. Und dann geht's gar nicht weiter. Hat die Tür kein Schlüsselloch, dann kommst du da auch nicht durch. Das macht aber Sinn. Oh. Unzerstörbare Tür. Sieht aus wie ein Käfig. Gibt's dann zerstörbare Türen, die ich einfach aufschießen kann? Pass auf mit den Hexenfischen. Das hatte ich mir auch gerade gedacht. Das wäre sehr peinlich. Da oben ist Corvus Bett. Wir sind sehr agil. Manchmal würde ich mir hier echt eine Third-Person-Ansicht wünschen. Sowie in dem überschwemmten Bezirk ausgebreitet. Weil macht die Dings nicht kaputt. Warte mal, das war schlecht. Ich glaube, du kannst den Sarg da oben irgendwie lösen. Schau mal, ob du den durchschießen kannst, da bin ich mit dem Betäubungspfeil. Nee, mit den normalen Kugeln. Oh, die explodieren beim Aufprall. Ja. Gut zu wissen. Gut, dass du da nicht gestanden bist. Ach Gott, wie komme ich jetzt da oben hin? Ich will wissen, was da rumliegt. Das sah irgendwie gut aus. Das sah aus, als würde ich es wollen. Darf ich es nicht haben, weil ich es am meisten will? Also nochmal. Hier hoch, da hoch, nach links. Ein Stück nach hinten. Rennen! Nope. Das funktioniert nicht. Ich weiß, wie es später mal funktionieren kann, also lass das da. Naja, okay, wir kriegen noch was, womit wir was holen können. Jupp. Ab ins Bett. Wir müssen jetzt hier auch echt nicht alles plündern. Da bin ich dafür, dass wir dieselbe Regel anwenden wie bei Thief. Ja. Was uns Spaß macht, holen wir. Was uns nicht Spaß macht, lassen wir. Bitter lief der junge Prinz von Tivia, super. Walfängerband 2, nein danke. Du willst gerade nicht mehr vorlesen. Nee, wir haben gerade schon so viel Birne. Litanei der weißen Klippe. Lol. Münzen. Mein Gott. Was ist da rechts an der Wand? Walfängerband 2. Links. Umdrehen, weiter. Da. Medaillen. Zellung Walfänger Band 1. Verarbeitetes Walöl. Ah, steht das vielleicht da draußen? Marine ja. Und die Flotte, Beutel. Das sind unsere Verbündeten, Mann. Dann werden sie bestimmt nichts dagegen haben, wenn wir. Dekorplatte. Oh, 100. Schön. Wenn wir für unsere Mission uns ein paar Sachen borgen. Alter.
Selbst wenn ich dir das Leben retten würde, würdest du meine Briefmarkensammlung danach verkaufen, dann würde ich dich töten müssen. Schön, Sie zu sehen, Meister Corvo. In besseren Zeiten habe ich Sie im Hof gesehen. Wie heißt der Kerl überhaupt? Sich wohl nicht. Pendleton. Ich war einst ein Vertrauter des Lordregenten, Spum. Hiram Burroughs, als er noch der Meister war. Wir wurden endlich geliefert und aufgebaut. Ein manipulativer Bastard, sagt Bootsmannes. Die anderen haben ja keine Ahnung, was es heißt. Kannst du dich davon entfernen, das wird nicht so viel leiser. Wallace! Bring mir bitte zwei Flaschen roten Dunwall, ganz egal welchen, und dann noch ein sauberes Glas. Ich fang morgen noch einmal an. Wallace. Bitte folgen Sie mir in Ihre Gemächer. Hallo, Wallace. Wo ist Gromit? Boah, den könntest du töten. Ich bin versucht. Mach es, mach es, mach es! Oh, ich muss gleich in Crouch-Modus gehen. Dann geh in Crouch-Modus. Bin im Crouch-Modus. Dann eben. Kann nicht. Es wird mir angezeigt, aber ich darf nicht. Na gut. Ist gemein. Ja, aber es ist absolut verständlich. Das ist Ihr Zimmer mit ausreichend Privatsphäre. Sie möchten sich vielleicht. Da gibt's aber schönere Zimmer. Das größte Zimmer. Ja, ich hätte lieber das kleinere, das schönere. Du bist immer noch auf der Flucht. Psst. Und darf man nicht trotzdem da, ein bisschen ja. Komfort erwarten? Komfort? Heilkräuter. King Komfort? Guck mal, du kriegst einen Notausgang. Oh, da. Genau. Jetzt sind wir wieder hier. Oh, verflucht, da hätte ich mir einiges Kletterei sparen können. Na gut. Rapfü. Gute Nacht. Trifft die kaiserlichen Kaisertreuen. Ganz woanders. Und jetzt etwas völlig anderes. Ganz woanders. Beliebige Taste drücken. Und das Spiel weiß, dass wir nicht im Spiel sind. Wie Meta. Gegenstände herstellen. Ja gut. Oh, Baupläne gibt's auch noch. Ja. Missionshinweise aktualisiert. Wir haben keine. Derzeitige Aufgaben? Keine Aufgaben. So will man das doch haben. Oh. Irgendwas ist anders. Ein Besuch des Outsiders. Irgendetwas stimmt nicht. Ach, wirklich? Irgendetwas? Ich würde sagen, alles stimmt nicht. Ich würde sagen, ich gehe wieder ins Bett. Ja, lass uns weiter schlafen. Was war das mit Schwerkraft? Hallo, Corvo. Hallo, Outsider. Dein Leben ist aus den Fugen geraten, nicht wahr? Ja. Die Kaiserin ist tot. Ihre kostbare Tochter Emily irgendwo in der Stadt verschollen. Du hast komische Augen. Du wirst in den kommenden Tagen eine entscheidende Rolle spielen. Das ist der Tod. Dafür habe ich dich ausgewählt. Das ist der Outsider. Und in das große nichts gebracht. Es ich gibt bin wirklich der sehr Outsider. Komische Götter. Und das mein Zeichen. Es gibt Kräfte in und außerhalb der Welt. Gewaltige Kräfte, wie unangenehm. Magie nennen. Und nun Instant werden Tattoo. Kräfte sich deinem Willen unterwerfen. Sau gut. Der Schmerz von tausenden Nadelstichen innerhalb kürzester Zeit. Komm, Autsch. Finde mich. Versteck dich nicht! Sprung des Glaubens. Leap of Faith. Ja, genau. Um einen blitzschnellen Lautsprung zu vollführen, kannst du auch einzeln nach oben bewegst. Wenn du vorher mal anvisierst, kannst du dich dorthin teleportieren und dann hochziehen. Das ist ein Ziel erreichen, aber da bist du hochklar. Okay. Ein bisschen umgucken. Nein, die Kaiserin. Oh, du kannst sie nicht retten, 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 du kannst sie nicht retten. Geld. Pierros Mana Elixier. Das macht Mana. Macht Sinn. Ja, das ist nämlich eins auf Körper, das nicht auf Körper geht, sondern auf Geist und Seele. Pass auf, wo du hintrittst. Wer ist das Emily? Emilys Brief. Corvo, ich bin sehr traurig.
Sie sagen, du wärst tot, so wie Mutter, aber ich werde dir diesen Brief in eine Flasche stecken und in den Fluss werfen, weil ich ihnen nicht glaube. Hier zu wohnen ist sehr seltsam. Es gefällt mir nicht, also komm so schnell du kannst und hol mich. Du hast den Brief aus der Luft gegriffen. Ja. Der schaut echt nicht. Das ist cool. Das ist so cool. Was? Kennst du das mit dem, ein Geist könnte jederzeit neben dir aggressiv breakdancen und du würdest es nicht merken? Okay. Okay. Eine Truhe. Oh, da gibt es uns gleich ein bisschen mehr Elixiere. Ja, ich würde meinen Mann aber auch immer erstmal regenerieren lassen, wenn du, wie du längst siehst. Oh. Wenn du es nicht wieder einsetzt, regeneriert es nämlich wieder sofort, bis zu dem Maximalwert. Außer man macht es direkt danach und ja, ist ein Idiot wie ich. Genau, okay. Dann verkürzt du temporär dein Maximalmana. Was ist denn da? What? Ich meine, ich hatte die ja in Bildern schon gesehen, diese merkwürdigen Viecher, aber what? Ja, das sind Stelzenkopf. Wir Hallo Half-Life. Wir brauchen noch bessere Namen für die Typis. Half-Life ist, glaube ich, nicht ihr Name. Na, die kommen aus Half-Life. Keine Ahnung, diese Viecher. Ja, es gibt sowas Ähnliches Half-Life. In Half-Life. Ja. Was bist du? Eine Lampe, die gerade so frei in der Luft schwebt. Ach so. Gravitation und so. Damit jetzt weiß ich auch, wie wir an dieses lustige Walöl kommen. Ja, ich hab dir gesagt, das geht später noch einfacher. Irgendwie geht das auch schnell. Ich weiß bloß nicht mehr wie. Der Outsider. Nein, ich will die Truhe. Ich will die Truhe. In den Tagen stehen dir große Prüfungen bevor. Hör auf. Suche an den einsamen Orten deiner Welt und an den Schreien mir zu Ehren. Nach den Runen, die mein Zeichen tragen. Okay. Diese Runen verleihen dir Kräfte, die anderer Männer bei weitem übertreffen. Okay. Um dir bei der Suche nach diesen Runen zu helfen, gebe ich dir dies. Das Herz eines lebenden Wesens. Geformt von meinen Händen. Okay. Dieses Herz offenbart viele Geheimnisse und wird dich zu meinen Runen führen. Wie gut sie auch versteckt sein mögen. Okay. Das verräterische Herz. Und finde eine weitere Rune. Okay. Wenn du das Herz in der linken Hand nimmst, kannst du Knochenartefakte und Runen auch schon sogar durch Wände hindurch. Das Herz schlägt und leuchtet auf, wenn der Nähe ist. Ja. Flüstert mir Geheimnisse zu. Dieser Ort ist das Ende aller Dinge und der Anfang. Bester Begleiter ever. Will ich das haben? Guck mal, geh mal mit der Maus da unten auf rechts, da, genau da, wo die Rune ist. Zeit ist hier bedeutungslos. Da siehst du, wie das Herz dann anders wird, wenn du dich umdrehst, so dass du in dir. Siehst du? Ja, ja. Da ist ein. Es leuchtet, also. Da ist auch Zahnräder und so ein Scheiß drin. Ja, ja. Interessant. Es ist quasi ein Richtungsanzeiger durch die Helligkeit und ein Entfernungsanzeiger durch wie schnell schlägt's. Aha. Bester Kompass der Welt. Aber du das siehst klingt eigentlich ja positiv. Der Kerl klingt sehr lebensfroh. Das sollte ich wahrscheinlich außerhalb dieses Ortes nicht machen. Das solltest du nicht mal innerhalb dieses Ortes machen. Jetzt hast du wieder Mana verloren, weil du zu eilig unterwegs warst. Flap, 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 flap. Das scheint fast zu explodieren. Interessant. Rune. Was tust du, meine Rune? Runen. Salas öffnet das Tagebuch, um sie im Bereich Kräfte gegen Kräfte einzutauschen. Im Bereich Kräfte einzutauschen. Ach so, das ist quasi unsere Skillpunkte. Aha. Geh mal ganz kurz über Nacht. Ja, gut. Nachtsicht, ah ja. Im Dunkeln und das Sehen von Lebewesen einschließlich ihrer Sichtfelder durch Wände hindurch. Aha. Verursachte Geräusche macht sichtbar. Was okay, warte mal, geh, bleib doch mal da drüber.
Guck mal, du hast hier noch mehr. Dunkeln, Lebewesen, Sichtfelder, Räusche sichtbar, nützliche Gegenstände und Sicherheitssysteme sichtbar. Aha. Deswegen ja. Mag ich das Ganze ziemlich gern, deswegen habe ich das relativ schnell hochgeskillt. Teleport 2, schnellere Fortbewegung, längere Distanzen, Beherrschung, Tierübernahme, oh, Menschenübernahme. Noch kurzzeitigere Menschenübernahme. Ja. Zeit verlangsamen. Okay. Hält die Zeit für einen noch kürzeren Moment an. Ah ja. Rattenschwarm. Verzehrt Leichen. Ist gut, wenn man Leute umgebracht hat und mit denen weg will. Großen Rattenschwarm angreift. Leichen deutlich schneller. Windstoß. Türen zerschmettert. Gegner tötet. Okay. Vitalität. Was auch sonst. Erhöht Gesundheit und Regeneration. Adrenalin. Ja, Nahkampfschläge. Doppelangriff für Adrenalinschläge. Ui, mehrere Gegner. Warte mal, du kannst ruhig noch den strategischen Hinweis, weil ich gerade echt nicht mehr weiß, was Adrenalin macht. Kampfadrenalin zu sammeln. Das Ausschalten von Gegnern, Schwertangriffe blocken und füllen deinen Adrenalinvorrat. Mit genügend Adrenalin kannst du einen mächtigen Schwertangriff durchführen, der einen Gegner mit einem Schlag tötet. In der zweiten Stufe baut sich Adrenalin schneller auf und ermöglicht einen doppelten Adrenalinschlag mit dem mehr Gegnerreichweite. Sprunghöhe. Oh, das ist cool. Oh, Geschwindigkeit. Das, eine Beweglichkeit, also bei meinem Spielstil würde ich wahrscheinlich hauptsächlich eher. Schattenangriff. Überraschte Gegner, die dich nicht sehen, werden beim Sterben zu Asche? Ja. Alle Gegner werden beim Sterben zu Asche. Wir wollen unsere Gegner leider nicht töten, aber wir kaufen erstmal Nachtsicht. Ja, ich würde das nämlich. Punkt 1, das ist eines von zwei Sachen, die du im Moment hochkriegen kannst mit nur einer Rune. Ja. Und Punkt 2, ich will das auf Stufe 2 kriegen, weil das so nützlich ist, wenn du alles Wichtige sehen kannst. Wow. Okay. Eskappe. Gut, allerdings. War's das jetzt für heute? Wir haben ein bisschen überzogen, weil. Weil es interessant war. Ah, lass uns das noch schnell verändern. Ja. Dir, so wie es jenen oblag, die vor dir kamen. Und gescheitert sind. Und die Assassinen, die Kaiserin umgebracht haben, konnten sich auch lustig unsichtbar machen und rumhüpfen. Hm. Die sind auch Magier. Okay. Blabla, versteckte Verbündeten. Ja gut, Papp am Fluss, das kennen wir ja schon. Ah, noch mehr Videosequenzen für euch Leute. Gut. Das Ding ist tatsächlich da geblieben. Er hat sehr plumpe Hände. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Was ist das denn? Okay. Gut. Jedenfalls darf ich hier das nächste Mal weitermachen. Was zur Hölle steht da? Das meinte ich ja. Egal. Ich darf weitermachen. Also, danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat. Lasst uns doch ein Like. Ein Kommentar. Oder Abo da. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn wir Dishonored spielen. Bis dahin. Tschüss. Der hätte vorhin mitkämpfen sollen. Aua. Oh, du hast 160.000. Du könntest alles kaufen. Okay. Kaufen wir alles. Ja. Entweder das oder hier. Oder? Ne, wir hatten schon Crits, oder? Ja, doch. Wir hatten einfache Crits.